Ja, hallo, ich bin die Anne und ich stelle heute die EMH vor, die Energieagentur der Marienhöhe. Wir sind eine Schüler-AG, die sich ehrenamtlich für nachhaltige Projekte engagiert. Wir wurden 2010 gegründet und wir haben schon viele Preise mit unseren Projekten gewonnen. Zum Beispiel 2017 den Deutschen Klimapreis. Dafür haben wir 10.000 Euro gewonnen. Obwohl man die Marienhöhe mit der Straßenbahn gut erreichen kann, kommen immer noch viel zu viele Schülerinnen mit einem Auto mit Verbrennungsmotor zur Schule. Daraufhin entstand 2016 das Projekt, Ladesäulen für E-Autos auf dem Schulgelände zu installieren. Der Gedanke war, die Nutzung von E-Autos attraktiver zu machen und diese während der Schulzeit mit Ökostrom aufladen zu können. 2019 wurden 2 Ladesäulen mit 4 Ladeeinheiten zu je 22 Kilowatt feierlich eingeweiht. Das Projekt konnte dank guter Kooperation mit örtlichen Stromversorger in Tegar und finanzielle Zuwendung vom Land Hessen ermöglicht werden. Ein langjähriges Projekt von uns ist die Installation von einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher in Kambodscha. Seit vielen Jahren hat die Marienhöhe dort eine Partnerschule. Diese wurde bisher mit Dieselgeneratoren versorgt. Durch die Photovoltaikanlage, also die Solarstromversorgung, werden dort jährlich mindestens 30 Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Die für die Anlage notwendigen 65.000 Euro haben wir in den letzten 3 Jahren durch Sponsorenläufe und einer ausschließlich dafür organisierten Spendengala gesammelt. Im Sommer 2020 wurde der Vertrag mit der Solarfirma dann unterschrieben und die Arbeiten konnten begonnen werden. Ich heiße Ole, bin in der 10. Klasse und bin auch im Vorstand der EMH. Als Marienhöhe haben wir nun fast auf jedem Dach Photovoltaikanlagen und können somit 87 Tonnen CO2 im Jahr einsparen und können uns somit fast komplett mit Strom versorgen. Seit mehreren Jahren haben wir jetzt fast in jedem Raum LED-Beleuchtung, wo wir 18 Tonnen CO2 einsparen können. Nebenbei bieten wir auch noch Ecofahrtraining an, womit auch CO2 eingespart werden kann. Momentan sind wir auch dabei, unsere eigene Fahrgemeinschaft-App zu veröffentlichen, damit es mehr Fahrgemeinschaften gibt und somit weniger Autos hier hochfahren.